Willkommen, Freunde, zu Twin Mirror. Wir spielen jetzt den zweiten Part und gucken mal, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Wir waren jetzt in einer Gaststätte und haben uns das Musikstück angeguckt von unserer vermutlichen Ex, vermute ich mal, die da Gitarre gespielt hat. Und wir waren an der Stelle, wo wir eigentlich auf sie zugehen wollten. Genau an dieser Stelle. Und jetzt gucken wir mal, ob das wirklich unsere Ex ist. Könnte ja auch ein anderer Charakter sein. Anna? Sam! I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? It's not your fault. There's a lot of people that don't want me here, including myself. People around here have short tempers. And long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or two, five, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. I wish everyone else understood that. People are scared. Mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Yeah, yeah. That's, You two must be so hard. Are you okay? You knew about us, right? He said he was gonna tell you. Yeah, I knew, but knowing and knowing are different. Yeah, I guess they are. Geil, wie die miteinander kommunizieren, so ein bisschen aneinander vorbei. Sorry, einen kleinen Frosch im Hals. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. It's hard for me to really just wrap my head around it. Nick being gone. Smart. Don't rock the boat when the person in the boat just lost a loved one. It's big. I can't get my head around it either. His stuff is all over my house, but he's just missing. Things without an owner. Most of it I'll probably give to Joan and Kathy, the throwaway. I don't even know. Also ich steige da noch nicht so ganz durch. Er hat ja eine Freundin gehabt. Da habe ich gedacht, das wäre sie gewesen. Er wollte einen Heiratsantrag machen und sie hat das abgelehnt. So. Sie scheint da jetzt aber mit seinem Kumpel zusammen gewesen zu sein. Naja, okay. Da müssen wir noch mal ein bisschen hintersteigen. I did it and I'm going home. We need to catch up though. Let's meet for coffee tomorrow and talk. Really talk. 9:30? Yeah, maybe. I'll be at the cafe across from the paper, Christina's. It was honestly nice seeing you. Also ist ja ziemlich verwirrt irgendwie, komischerweise. I need a drink or two. Or three. And then I'll go. Ich denke mal, das klärt sich ja alles noch auf. It's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed up.
You'd think a kid at a bar would stand out more. Walter can be overwhelming at times. I didn't know you read Dickens. But he means well. Not really. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal, was unsere Aufgabe ist. Nimm am Leichenschmaus teil, ertränke deine Sorgen mit Walter. It's a masterpiece, plain and simple. So tragic, what happened to Nick? The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but you know, not a pretty sight. Sehr, sehr ehrlich, wie sie über den Tod davon spricht, also. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much. So, die gehen davon aus, dass er die Mine zerstört hat, den Arbeitsplatz, weil er in der Presse falsch geschrieben hat, oder Lügen verbreitet hat oder irgendwas aufgedeckt hat, whatever. So, am Leichenschmaus. Wo nimmt man denn am Leichenschmaus teil? Die wollen gar nicht mit mir reden. Hey Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Na, ich würde sagen, wir trinken mal einen, wa? So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Ich glaube, auch ein Bier ist erstmal besser als gleich ein Schnaps. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. Well, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. He was always good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Was ich hier ein bisschen blöd finde, ich muss jetzt Antworten geben, wie er war. Ich weiß, ich beeinflusse das Spiel damit auch, aber ich kenne ihn ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ich da sagen soll. Also ist jede Antwort von mir intuitiv. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with. Now more than ever. And who can prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. It always seemed so easy for him. Auch geil, dass man mal trinken angezeigt wird. Smile, no matter what. Okay, ich will ja auch nicht mal zu viel erzählen, man. Möchte ja die Geschichte hören. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes, and drinking. Wir trinken mal einen. Prost. Cheers. Put that down. Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her?
Ethan can lose his license. I wasn't doing anything. Don't touch me. Joan. Leave me alone. Ugh, you guys are all so stupid. You do not talk to people that way. Ja, in dem Alter sollte man auch nicht trinken. Das teile ich, also das fühle ich. I'm sorry, everyone. She's just so... Pubertät halt. So... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Kathy seemed to care more about being embarrassed than how Joan feels. Glass houses, Sam. Glass houses. It can't be easy for either of them. Geiler Zeitraffer. Ich habe mir schon gedacht, dass wir da so versacken. Deswegen wollte ich eigentlich gar nichts trinken, aber naja. Ich hoffe nicht, dass das wieder in irgendeiner Schlägerei endet, wo wir uns nicht wehren können, weil wir einfach voll sind. Ich meine, die ganze Stadt mag ihn nicht. Und er kippt sich hier ein Bier nach dem anderen rein. Aber das kann nicht gut sein. Das ist nicht für die eigene Sicherheit. What? Night. I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if the years didn't smooth their animosity as much as I hoped. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Hey, I didn't ask for you to be here. To come back. I couldn't let you miss this. You just showed up. You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Also, wenn das sein inneres Ich ist, so wie ich das vorher gelesen habe, sollte es ja irgendwie nichts Übersinnliches haben, aber der hat die ganze Zeit so einen imaginären Freund dabei sich. Ist auch nicht normal. Na, Alter, ein bisschen lange gepennt, wa? Nach der durchzechten Nacht. No, stay out. Okay, okay. Ach so, alles klar. Ich dachte ihm, der liegt da irgendwie quer auf dem Teppich. Er hat es wohl doch irgendwie noch auf so ein Bett geschafft. What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. I blackout. Klassischen Filmriss. Ugh, I can't think straight. I need some water on my face. Clear it up. Naja, gehen wir mal ins Badezimmer, würde ich sagen. God, ja, what a headache. Aber klassisches Hotelzimmer, wie man das hier bei uns auch kennt. In my left temple. Bett, Schrank, Fernsehen, Badezimmer. Ist dann links? Jawohl. Schnell gehen ist aber auch irgendwie hier nicht groß. Hauptsache, wir haben keinen umgebracht. Würde mich jetzt hier nicht wundern. Already feel more human. Now, where did I put my shirt? I was at least hoping I'd look better than I feel. So, nehmen. Genau, müssen wir unsere Medikamente nehmen.
many of these did I take? Ich würde sagen, Jacke. If my jacket's here, my shirt can't be far. Even sober, I'd never put my shirt back in the bag. Wo hat der denn sein Hemd hingepackt? Also hier ist die Jacke. Hier ist das Badezimmer. Muss er irgendwo ein Hemd haben, was er anziehen kann? Oder wollen wir erstmal duschen gehen hier? Ach da, anziehen. Ja, ich mir schon fast gedacht, das ist so voller Blut, ne? That's not good. That's... Scheiße, was hat er denn gemacht? Where did I get this? What did I do? Da bin ich ja mal gespannt, ob er sich daran erinnern kann, ob wir die Hinweise noch zusammenbekommen. Wir sind jetzt in seinem Kopf, in seinen Erinnerungen. Tja, bis jetzt einfach nur geradeaus und rein in den Spiegel. Sam, be more careful. Breathe. Focus. Find the way to calm down. Ich musste gegen die Spiegel rennen, weil ich dachte, man kann da durchlaufen. Muss dran vorbeilaufen. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Das sind doch die richtigen Türen. Also die war es auf jeden Fall nicht. Also, die Tür nicht. Dann aber die linke. Auch nicht. Jetzt habe ich alle drei Türen ausprobiert und komme nicht weiter. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Alles klar, wir können an den beiden Türen aber auch vorbeilaufen. Sam, er ist so echt albern, also. You have to find the right door. You need to steady yourself. So, welche Tür wollen wir denn mal nehmen immer? Nehmen wir die hier oder? Das ist ja schon wieder eine Szene, die mag ich ja überhaupt nicht. Wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst, du sollst dich da irgendwie fokussieren. So, die beiden Türen sind es nicht. Hier rechts ist es auch nicht. Nehmen wir mal die hier. Die ist es auch nicht mehr. Ich meine, woher willst du das denn wissen? Sam, focus. Das heißt, du kannst die ganze Zeit nur an den Türen vorbeilaufen. Die ja irgendwie aussehen wie Spiegel. Das würde ja auch Sinn machen, weil es ja Mirror heißt. Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. Naja, seltsame Szene.
Was weiß ich. Also wenn man im Spiel keinen Hinweis bekommt, was man wirklich machen soll. You're doing good. Really good. You're almost there. Focus. Choose. Act. Deliberately. Hide. No, that's just pretending nothing is wrong. I've done that enough. Yes, answers. Good or bad, I need answers. Schlecht. Jetzt sind wir drin. Aber der Typ, der hat richtig was an der Meise, also. I know what you're thinking. Da muss der Meisenkaiser mal gucken. Stop thinking that. Pills and alcohol? You're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. I'm gonna take it slow and be cautious, don't worry. Yeah, telling people not to worry always works. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Mann, Mann, Mann. Stell mal vor, du hast ständig so einen Typen neben dir. Da mache ich mir aber echt Gedanken. Oder würde ich mir Gedanken machen. Unglaublich. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Okay, Freunde, ich würde sagen, auch an dieser Stelle machen wir wieder Schluss. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich habe mir das Spiel heute erst gekauft, habe hier zwei Teile gespielt. Das ist der zweite, den lade ich dann auch gleich hoch. Und dann schauen wir mal weiter. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ich kann mir ja bis jetzt noch keinen richtigen Reim machen, was passiert ist. Steigt da auch noch nicht so ganz mit den Charakteren durch, warum ich da so einen Schizo-Typen neben mir habe, der mir die ganze Zeit erzählt, was ich zu tun habe. Daher würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da und dann sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.